Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu diesem Pokémon Uras Wi-Fi-Kampf. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten. Heute ist ja noch der zweite Weihnachtstag, also alles ganz gechillt. Falls ihr das Weihnachtsspecial nicht gesehen habt auf meinem Kanal, auf jeden Fall anschauen, haben eine Menge cooler Leute mitgeholfen. Aber genug der Selbstpromotion. Fangen wir an. Falls ihr die Teamanalyse nicht sehen wollt, dann klickt hier auf den Knopf, dann kommt ihr direkt zum Kampf. Oder schaut unten in der Videobeschreibung, da ist ein Timer. Wir sehen bei mir Brokkolos, haben wir schon öfter gesehen, mit Überreste, Explosion, Tarnsteine, Erdbeben und Steinkante. Kann physisch was raushauen, soll aber vor allem physisch was einstecken. Es ist hier definitiv meine physische Wall. Dann haben wir Kingler. Kingler ist ein Pokémon, das ich lange benutzen wollte. Ich habe schon auf X und Y gezüchtet, aber es konnte leider nicht die Attacken lernen, die es brauchte. Jetzt kann ich es aber spielen, und zwar mit Abschlag, Krabhammer, Kreuzschere und Kraftkoloss. Es trägt ein Walband. Warum ich ihm keinen Walschal gegeben habe, seht ihr später noch. Dann sehen wir als nächstes bei mir Tandrak. Das ist ein anderes Tandrak, als ihr es gewohnt seid. Denn dieses hier spiele ich mit Giftschock, Drachenrute, Giftspitzen und Dunkelnebel. Dunkelnebel wird vermutlich noch durch Dracometeor ersetzt. Höchstwahrscheinlich, ich bin mir noch nicht sicher. Als Item trägt es den Giftschleim. Und ja, seine Aufgabe ist es, die Giftspitzen rauszulegen. Denn heutzutage spielt niemand mehr mit denen, was natürlich vor allem daran liegt, dass Gift-Pokémon die absorbieren. Das heißt, wenn ihr ein Gift-Pokémon habt und es rausschickt, wenn der Gegner Giftspitzen drausliegen hat, verschwinden die. Aber recht wenig Leute spielen tatsächlich mit Gift-Pokémon. Ja, Giftschock macht natürlich mehr Schaden, wenn der Gegner vergiftet ist, Drachenrute, um ein bisschen durchzuphasen und mehr Pokémon zu vergiften, und Dunkelnebel, um eventuelle Sweeper aufzuhalten. Wobei, wie gesagt, das werde ich höchstwahrscheinlich durch Dracometeor ersetzen. Dann haben wir als nächstes mein Galopper. Es ist ein physisches Galopper mit einem frohen Wesen und dem Lebenorb. Flammenblitz, Morgengrauen, Schlagbohrer und Stromstoß geben dem eine ganz gute Coverage. Die Initiative ist auch nicht schlecht und es soll einfach schnell draufhauen. Ich entschuldige mich übrigens jetzt schon mal für den Spitznamen. Ich bin kein Brony, das Pokémon wurde mir so geschenkt. Und ja, ich habe ihn mir nicht ausgesucht. Morgengrauen ist eine ziemlich effektive Heilungsattacke, speziell wenn man den Switch predicten kann. Was bei Attacken wie Stromstoß und Flammenblitz auch nötig ist. Dann haben wir das nächste Pokémon, Razaf. Und Razaf ist, das habe ich ziemlich lieben gelernt. Ich habe es mir einfach recht zufällig ausgesucht, um es zu züchten. Und nicht in diesem Kampf, aber in dem ersten Kampf, in dem ich es benutzt habe, hat es, glaube ich, 4 Pokémon vom Gegner alleine rausgenommen. Es hat die Fähigkeit Siegeswille. Wenn der Gegner die Statuswerte senkt, erhöht sich der Angriff um 2. Item ist ein Walschal. Und als die Attacken Nahkampf, Kehrtwende, Eishieb und Erdbeben, sollte recht selbsterklärend sein, mit Kehrtwende kann man scouten, Nahkampf, Eishieb und Erdbeben sind einfach zur Coverage, wobei ich Erdbeben vermutlich noch durch Abschlag austausche. Dann haben wir als letztes Pokémon Groink. Zu Groink habe ich ein Spotlight gemacht, auf dem Kanal von Razer, als Teil seines Adventskalenders. Fähigkeit Speckschicht, Item Offensivweste und dann Energieball, Spukball, Psychoschock und Fokusstoß. Kann man nicht viel zu sagen, ist einfach ein spezieller Tank. Schauen wir uns sein Team an. Sehen wir auch da einen Kingler. Sein zeigt allerdings ein anderes Item. Welches das ist, gehe ich noch nicht drauf ein. Dann haben wir ein Sabayone. Ein supportendes Sabayone, was mich mehr überrascht hat, als es sollte. Denn Sabayone war eigentlich so als Supporter gedacht. Mit Wunschtraum und Aromatherapie, heißt sie so auf Deutsch? Ich glaube ja. Dann haben wir einen Bolterus, vermutlich physisch defensiv, zum Tarnstein rauslegen. Ein Kamerupt, ich bin mir gar nicht genau sicher, wie das gespielt ist. Ich glaube, er hat es speziell gespielt. Dann ein Vegeta, heißt das so? Ich mag die Affe nicht besonders, der Brokkoli-Affe. Speziell offensiv, haut auch böse rein, werden wir sehen. Und dann Dodri, habe ich auch noch nie competitive-mäßig gesehen. Finde ich sehr, sehr interessant und vielleicht züchte ich mir auch mal eins. Es ist auf jeden Fall physisch offensiv, wie wir sehen werden, und ja, damit würde ich sagen, fangen wir an nach dieser viel zu langen Teamanalyse. Der Kampf beginnt und wir werden sehen, ich leade mit Plaque, meinem Tandrak, und er schickt Pavi rein, sein Vegeta. Interessantes Pokémon, nur leider nicht besonders effektiv gegen mich, weswegen er es direkt rauswechselt. Er hat hier vermutlich die Giftattacke erwartet, selbst ein Dracomete-Ohr wäre von dem Ding gut abgefangen worden, aber ich gehe hier auf die Giftspitzen. Und weil ich weiß, dass Bolterus die Magieschild haben kann, welcher ja sowas zurückwirft, also als Attacke, nicht als Fähigkeit, gehe ich auf die Drachenrute.
Denn ich denke mir, nö, ich will dich nicht. Bitte gehen Sie. Und ich erleide hier Schaden durch den Beulenhelm. Gut zu wissen, dass er den hat. Und stattdessen kommt Skittles raus. Übrigens ein wunderschöner Name für dieses Pokémon. Es wird sofort vergiftet und das freut mich, denn ich war mir ziemlich sicher, dass ein Giftschock das besiegen könnte. Er macht jetzt hier allerdings das einzig Richtige und wechselt sofort wieder aus und geht dann direkt in seinen Beulterus. Denn es ist die beste Wahl, die er hier hat. Es ist das einzige Pokémon, was mich kontern kann. Mit Wirkung, denn Giftschock macht natürlich keinen Schaden. Wir werden sehen, der Kampf ist an einigen Stellen sehr stalllastig. Aber ich gehe auf die Giftspitzen, auch wenn ich Angst hatte vor einem Magie... Ist das Magie-Schild oder Magie-Spiegel? Eins davon ist die Attacke, eins die Fähigkeit. Er greift ihn mit dem Eisstrahl an und ist sehr effektiv, aber solange er nicht in den Spezialangriff investiert hat, wird ihm das nicht viel bringen. Ich weiß nicht, an dieser Stelle hat er vermutlich auch auf den Freeze gehofft, denn durch den Giftschleim heile ich mich zu viel, als dass sich das wirklich schadensmäßig lohnen würde. Aber ich habe zwei Giftspitzen draußen, also zwei Lagen, und das bedeutet, ich kann jetzt alle Sachen schwer vergiften. Deswegen ich mir gedacht habe, komm, face du durch, aber natürlich wird Skittles rausgeschickt. Was denn noch sonst, wenn nicht dieses Kackvieh? Gut, habe ich mir gedacht, was machst du an dieser Stelle? Erwartest du den Switch? Erwartest du, dass er drinne bleibt? Beides ist sehr risky, denn Drachenroute würde von Skittles abgefangen werden. Aber Venoshock Giftschock von Beulterus. Aber er wechselt hier tatsächlich aus in Edna, sein Kamerupt, und ich bin auf den Giftschock gegangen. Denn ich dachte mir, selbst wenn er den abfangen sollte, bringt ihm das nicht viel. Und macht, was ist das, ein Viertel, ein Fünftel? Irgendwo dazwischen, nicht besonders viel Schaden. Aber es ist schwer vergiftet und das ist das Einzige, was in diesem Moment zählt. Ich habe mich an dieser Stelle dazu entschieden, Tandrak zu opfern. Denn ich habe nichts anderes gehabt, was ich dagegen reinschicken wollte und Tandrak hat seine Arbeit getan. Es wäre schön gewesen, wenn es noch ein bisschen mehr mit Giftschock hätte angreifen können, aber es hat die zwei Lagen Giftspitzen rausbekommen und das war das Wichtigste. Hier war ich jetzt im Überlegen, was ich mache. Kingler erschien mir die sinnvollste Option, einfach wegen dem Krabhammer und nichts in seinem Team möchte den Krabhammer unbedingt abfangen. Da ich allerdings einen Switch predicted habe, bin ich auf Abschlag gegangen, er bleibt drinne und ja, ein Choice Band Abschlag kann das offensivfesten Kamerup nicht überleben. Die Offensivfest ist auch der Grund, warum Giftschock so wenig Schaden gemacht hat. Jetzt schickt der Pavi raus und ich wusste nicht, wie schnell das Viech ist und ich wollte in dem Moment nicht nachgucken. Deswegen bin ich auf die sichere Option gegangen und habe einfach ausgewechselt. In Rainbow Dash. Ich lasse diesen Namen so sehr. Aber er hat das offensichtlich predicted und greift hier zur Kraftreserve Gestein, nehme ich an. Respekt. Das war verdammt gut predicted. Ich war mir nicht sicher, wie viel Schaden er machen würde, aber ich war mir sicher, dass ich schneller bin. Bin deswegen, ich glaube, an dieser Stelle hier auf Morgengrauen gegangen. War das hier, wo ich auf Morgengrauen gegangen bin? Ja. Hab den Switch erwartet, bin auf Morgengrauen gegangen. Und heil mich damit jetzt gut hoch. Und ich dachte mir, ein Stromstoß dürfte das Viech jetzt besiegen. Ich bin definitiv schneller als ein Kingler. Dürfte also kein Problem sein. Aber dieser Krabhammer hat mir verraten, dass er gescarft ist. Nicht schlecht, habe ich nicht erwartet, bin ich ganz ehrlich. Er ist schneller als ich und der Krabhammer nimmt mich natürlich raus. Momentan hat er zwei meiner Pokémon rausgenommen, ich eins von seinen, aber das stört mich nicht mehr unbedingt. Denn ich weiß, ich bin schneller als Kingler, da ich auch den Walschall trage. Und bin ich jetzt auf den Nahkampf gegangen oder auf U-Turn? Ich glaube, ich bin an dieser Stelle tatsächlich auf den Nahkampf gegangen, denn ich wollte kein Risiko eingehen. Und ja. U-Turn wäre besser gewesen, beziehungsweise Kehrtwende. Ich hätte dann sicher entweder in mein eigenes Kingler gehen können, denn den Krabhammer resiste ich, oder in Brokkolos, um den Angriff abzufangen. Deswegen ein leicht verschwendeter Zug. Immerhin habe ich Skittles auch ein bisschen Schaden gemacht. Und hier dürfte jetzt auch bald die Stelle kommen, wo ich so ein bisschen vorgespult habe. Nein, ist noch ein kleines Stück hin. Ungefähr eine Minute. Denn... Ach nee. War das das? Ich hatte hier sogar schon vorgespult. Denn was hier jetzt kommt, ist so ein bisschen Stall-lastig, wie gesagt. Und das wollte ich euch nicht an der Gänze antun. Im Grunde benutzt er hier Aromatherapie und Wunschtraum. Aromatherapie bringt ihm bloß nicht allzu viel, außer dass er sich selber damit heilt. Denn sein Team wird sowieso wieder vergiftet. Er überlebt hier mit recht wenig KP, was mich genervt hat. Und ich bin jetzt auf Energieball gegangen, einfach um zu gucken, ob es mehr Schaden macht. Tut es tatsächlich, er spricht hier noch einen Wunschtraum aus. Ich habe den Special Defense Drop bekommen, was natürlich unglaublich gut ist. Und ich war mir sicher, dass ein weiterer Energieball es jetzt rausnimmt. Und tatsächlich, noch ein Energieball und
Bye-bye, Skittles. Skittles ist damit besiegt. Momentan steht es 4-4 an Pokémon. Er schickt Ramusaur raus und... Scheiß Focus Miss, ne? Focus Miss ist so nervig. Warum können sie nicht eine andere Kampfattacke rausbringen, die auch speziell ist? Meinetwegen dafür nur einen Base-Schaden von 100 und 100 Genauigkeit. Wäre doch vollkommen in Ordnung, aber gut. Er versucht mich jetzt auszustallen und... Ich weiß, ich kann nichts gegen das Viech machen. Nicht, wenn ich noch einen Fokusstoß riskieren muss. Und entscheide mich deswegen an dieser Stelle dazu, einfach auszutauschen. Black Pearl wird zurückgerufen. Und dafür schicke ich Kingler rein. Und ich glaube, an dieser Stelle war das jetzt, wo ich mir nicht sicher war, was ich machen sollte. Oder war das in dem anderen Kampf? In einem der Kämpfe habe ich mich verdammt gut predicted. Das war hier dann. Ich war mir nicht sicher, ob ich auf den Krabhammer oder auf den Kraftkoloss gehen soll. Hätte den Krabhammer predicted, hätte er in seinen Vegeta gehen können und mich dann ziemlich abgefuckt. Ich weiß, das wollen wir nicht sagen, aber fällt gar nichts anderes ein. Ich habe aber richtig predicted, er bleibt drinne und Kraftkoloss nimmt ein Pokémon, das viermal schwach dagegen ist, so ziemlich garantiert raus. Dafür kann er jetzt in seinen Vegeta gehen. Und ich habe nur ein Pokémon, das dagegen was machen kann, so halb zumindest. Und das ist Groink. Denn Groin kann zumindest Angriffe abfangen und ihn dazu zwingen, Toxinschaden zu nehmen. Er greift jetzt zum Gigasauger. Ich trage die Assault Vest, habe gute Spezialverteidigung, deswegen weiß ich, dass ich mindestens einen überleben kann, wenn nicht sogar zwei. Und... Aber gleich passiert wieder auch so viel, ich meine Pokémon-Liebe. Ich nehme erstmal Schaden durch das Gift. Und denk mir jetzt, komm, greifst du einfach nochmal an, scheiß drauf. Vielleicht hast du ja Glück und der Gigasauger kommt und... 1 KP. Es ist so wunderschön. Ich liebe meine Pokémon dafür, dass sie immer so knapp überleben. Ich sag ja, ich muss bald Hashtag 1KP-Shirts rausbringen, weil das wird schon echt krass. Wir sehen, der Psy-Shock macht sogar echt guten Schaden. Und ja, ich sterbe jetzt am Gift, aber das war es wert. Er konnte sich nicht wirklich hochheilen mit Gigasauger. Und ich kann jetzt ein Pokémon reinschicken, das auf jeden Fall schneller ist. Nämlich mein Peaches, mein Rasaf. Und die Kehrtwende sollte ausreichen. Das Problem bei der Kehrtwende ist natürlich, dass er die Switch-Initiative bekommt. Allerdings wusste ich, was er noch an Pokémon hat, weswegen das kein großes Problem ist. Beide sind physisch, bin ich zumindest von ausgegangen. Ich glaube nicht, dass man Dodri speziell spielen kann. Und deswegen kann ich Gigalift reinschicken, meinen Brokkoloss. Es soll einfach nur ein Angriff überleben. Mehr möchte ich gar nicht von dem. Er sieht das und schickt Kingler rein. Das einzige von den beiden Pokémon, das eine Chance hat, mich zu besiegen... Werde hier zum Krabhammer greifen, natürlich ist es schneller als ich. Und ich dachte mir, ich habe nur eine Attacke, die stark genug ist, um es rauszunehmen. Und zwar Explosion. Steinkante vielleicht, wenn es krittet, aber es muss auch erstmal treffen. Und deswegen habe ich gesagt, fuck it, Explosion, mach es kaputt, nehme es raus, mehr möchte ich nicht. Zu diesem Zeitpunkt haben wir nur noch Dodri und... Unsere Gegner haben nur noch Dodri, wir haben noch Kingler und Rasaf. Und deswegen... dachte ich mir, der Kampf dürfte gewonnen sein. Solange es nicht auch gescarft ist, bin ich schneller, dank meines Scarfes, und kann mit einem Ice-Heap hoffentlich one-shotten. Ich one-shotte nicht, da hält Dodri leider ein bisschen zu viel aus, es überlebt mit ein paar KP, aber der Sturzflug, auch wenn er mich damit besiegt, besiegt ihn auch. War ein sehr, sehr schöner Kampf, gegen den Pentaplayer übrigens, er ist auch ein Poketuber, checkt seinen Kanal in der Beschreibung aus. Vielen, vielen Dank für diesen Kampf, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Wurde auch echt noch gut spannend zum Ende hin, vor allem mit dem 1 KP. Ihr seht hier jetzt die Endcard, hoffe ich, wo ihr zwei Videos sehen werdet. Mann, was ist denn los mit mir? Das eine ist der Kampf von letzter Woche und der andere das Weihnachtsspecial. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dem Weihnachtsspecial eine Chance gebt. Es ist zwar kein Wi-Fi-Battle oder so, aber es steckt unglaublich viel Arbeit und Herzblut da drin, von allen, die teilgenommen haben. Und ja... Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr abonnieren, kommentieren, gut bewerten und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.